Über 1000 Jahre war Istanbul das Zentrum Südosteuropas. Im 20. Jahrhundert wurde Ankara Hauptstadt des neuen türkischen Staates. Von der Macht und Kultur Istanbuls schien nur die leere Hülle geblieben. Das 20. Jahrhundert und die Republik haben Istanbul in gewisser Weise nicht gut getan. Man hat die Stadt wegen ihrer kosmopolitischen Vergangenheit bestraft. Dem Sprichwort nach sind in Istanbul die Erde und die Steine aus Gold. Damals lebten in Istanbul 150.000 Griechen. Heute sind es etwa 2.000. Aber die Kirchen, die Häuser, die Gebäude sind noch da. Diese Gesellschaft vergisst lieber, als dass sie sich erinnert. 1968 nach Istanbul, um als Hausmeister zu arbeiten. Später beschloss er, Grund zu kaufen in einer illegalen Siedlung. Eigentlich kann man einen solchen Grund gar nicht anbieten, aber die Leute haben das getan. Am ersten Tag nach dem Schulabschluss habe ich zu arbeiten angefangen. Innerlich sehe ich einen Verfall. Äußerlich sieht man das nicht. Äußerlich sieht das wunderbar. Man hat Brücke, man hat Gebäude, man hat schöne Straßen. Aber innerlich sieht man diesen Verfall. Es gibt Leute, die sagen, nein, wir haben dieses Land gegründet und wir sind seine wahren Herrscher. Wir werden nicht verzichten. Die Stimme des Volks und seine Gedanken zählen für uns nicht. An Istanbul mag ich die vielen Erfahrungsmöglichkeiten. Es gibt eine enorme Vielfalt. Die große Bandbreite macht einen fast süchtig nach Istanbul. Istanbul gilt heute als größte Metropole Europas. In 40 Jahren ist sie von 1 Million auf mindestens 12 Millionen Einwohner gewachsen. Die meisten sind Einwanderer aus Anatolien. Menschen, die Wohnraum, Arbeit und neue Infrastruktur brauchen. Istanbul hat den rasanten Wandel bislang gemeistert. Doch unter der glitzernden Oberfläche brodelt es. Die Altlasten einer unbewältigten Vergangenheit und Konflikte zwischen alten und neuen Eliten machen der Türkei und Istanbul zu schaffen. In den 1980er Jahren hat mich ein Freund, der einen Kulturverein leitete, gebeten, Leute um das Goldene Horn zu führen. Alle waren schrecklich interessiert und überrascht. Das war alles neu und unbekannt. Sie hatten immer geglaubt, dieses große Gebäude sei das Patriarchat. Man kommt aus der Synagoge, verweist auf die Synagoge gegenüber, geht dann in die griechisch-orthodoxe Kirche. Wenig weiter haben wir die armenische Kirche und von dort aus kommt man zur Moschee und so fort. Das war für die Leute auf meinen Touren alles neu und faszinierend. Murat Belge, geboren 1943. Der Literaturprofessor, Autor und politische Denker kennt Istanbul wie seine Westentasche. Diese Häuser gehörten einst Griechen, Armeniern, Juden. Die meisten haben im 20. Jahrhundert Istanbul verlassen. In seinen Büchern und als Fremdenführer erzählt Belge den Menschen seiner Heimatstadt ihre eigene Geschichte. Die Leute haben das alles vergessen. Man hat ihnen die vielen Religionen und Völker dieser Stadt nie nahegebracht. Es tut mir leid um die Menschen, die gegangen sind. Es geht mir aber nicht schlecht, wenn ich an die Neuen denke. An der engsten Stelle des Bosporus bauten die Osmanen 1453 die Festung Rumeli Hisar und eroberten von hier aus die Stadt. Am Festungsbau beteiligt waren christlich-armenische Steinmetze. Ihre Nachkommen ließen sich hier nieder und blieben bis heute.
Ich bin vor 60 Jahren gekommen. Damals gab es hier 400 Armenier. Aber in diesen 60 Jahren hat sich das vermindert. Jetzt leben hier 30 bis 35. Herr Abrahamoğlu ist Küster der 500 Jahre alten Kirche. Nur selten wird noch die Messe gefeiert. Hier zum Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Santuch. Die meisten sind alte Leute. Christen ziehen nicht mehr hierher. Es ist weit von der Stadt, es gibt Probleme mit der Schule. Die Jungen wollen hier nicht mehr leben. Türken und Armenier haben früher zusammen gefeiert. Zu unseren Opferfesten sind auch viele Türken gekommen und wir haben uns unterhalten. Im alten Rumeli Hisari waren wir mit den türkischen Muslimen befreundet. Oberhalb Rumeli Hisari gibt es eine neue Siedlung, ein Gecekondu. Das bedeutet buchstäblich über Nacht gebaut. Die Zuwanderer haben hier zunächst ohne Baugenehmigung erst Baracken, später mit wachsendem Wohlstand mehrstöckige Häuser gebaut. Sie haben sich hier nach und nach niedergelassen, haben ihre Gecekondos gebaut. Wir haben dabei zugesehen. Hier waren früher Erdbeergärten, Felder und Kuhställe. Jetzt ist alles Gecekondo. Herr Mehmet war ein kleines Kind, als sein Vater hierher kam. Als sein Vater starb, hat Herr Mehmet dessen Arbeit übernommen. Er kümmert sich um die Begräbnisse und die Gräber. Der Friedhof gehört zu unserer Kirche. Natürlich wäre es mir lieber, die Armenier wären nicht gegangen. Herr Abrahamoğlu kennt kaum einen der Neueinwanderer, außer den Bauern Mehmet. Der lebt hier auf dem Friedhof von seinen Bienen, 7 Milchkühen und einem Gemüsegarten. Dafür pflegt er die alten Gräber. Abrahamoğlu ahnt, die Zeit der Armenier hier läuft ab. Ich will nicht weg von hier. Es gibt keinen schöneren Ort zum Leben. Hier ist es wie im Dorf und es geht mir gut. Außerdem bin ich alt geworden. Wohin soll ich noch gehen? So sterbe ich wenigstens hier. Viele der Einwanderer leben hier schon in der zweiten und dritten Generation. Wo einst ein großer Wald stand, steht jetzt Siedlung auf Siedlung, schneidet die Auffahrt zur Bosporusbrücke durch die Landschaft. An die Anfänge erinnert man sich hier in Baltalimane noch gut. Wir hatten kein Wasser und keinen Strom. Mitten im Viertel gab es einen Brunnen, aber der war 1 Kilometer weit weg. Die Straßen waren nicht asphaltiert, es gab keine Kanalisation. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben uns Hilfe von der Gemeinde geholt und so hat sich manches verändert. Die Gecekondus wurden der Reihe nach mit Straßen, Gas und Strom versorgt. Die Hilfe der Gemeinde kam spät und sie kam durch die konservative AKP, die unter den Einwanderern ihre Basis hat. Die AKP ist die einzige Partei, die hier ein Büro hat. Wir haben in unserem Viertel ein Parteibüro aufgebaut, um den Service zu verbessern. Wir wollten eine bessere Koordination mit der Stadtverwaltung, um die städtischen Dienstleistungen zu nutzen. Konservativ-islamische Parteien regieren Istanbul seit 1994. Die Tradition der Einwanderer prägt heute vielerorts das Straßenbild. Dass die Partei eine Gefahr sein soll, stößt im Gecekondu auf Unverständnis. Es gibt keinen Grund, Angst vor der AKP zu haben. Unser Premierminister war hier jahrelang Bürgermeister. Er hat kein Iran oder Saudi-Arabien daraus gemacht, das können alle sehen. Sie ist eine, die es ohne Hilfe geschafft hat. Sibel Tehik stammt aus Gaziantep, im Südosten des Landes. Die meisten ihrer 6 Schwestern wurden mit 13 verheiratet. Die Erinnerung an diese Welt ist noch frisch.
Dort ist es sehr schwer, allein fortzugehen. Hier geht das. Ich kann allein zum Bazar und zum Markt oder einfach spazieren gehen. Das habe ich vorher nicht gekannt. In der Kleinstadt wird man nicht in Ruhe gelassen. Ein Mädchen wird dort in jeder Hinsicht eingeschränkt. Sie darf nicht allein außer Haus gehen oder mit einem Jungen sprechen. Das würde sofort falsch aufgefasst. Nehmen wir an, ein Mädchen geht mit einem Jungen aus. Die Familie hört davon und sieht sie sogar. So etwas ist passiert. Sie haben sie getötet. Der Onkel hetzte seinen Bruder auf, die Tochter zu ermorden. Natürlich ist das passiert. Ich habe nicht erlebt, dass sich Frauen dort über Gewalt in der Familie beschwerten. Deswegen ist das dort kein Fall für die Polizei. Hier hilft nicht nur die Polizei, jeder ist aufmerksam. Es gibt sehr viele Unterschiede. Ich habe in der großen Stadt am Anfang Angst gehabt. Aber jetzt finde ich es schön. Ich liebe Istanbul sehr. Ich liebe es, im gedeckten Bazar einzukaufen. Ich gehe dort gerne bummeln. Ich habe für meine Tochter Kleidung gekauft. Haushaltssachen interessieren mich. Ich habe einige Teller gekauft. Ich kam 1998, nachdem ich geheiratet hatte. Mein Mann hat hier gearbeitet. Ich war schon mit 17 verlobt. Das ist zu jung, aber das weiß man noch nicht. Ich wollte auch nie ein Kopftuch tragen. Mein Ehemann hat von mir gefordert, dass ich es trage, aber später habe ich es wieder abgelegt. Ich wollte so gern studieren. Ich wollte alles wissen. Ich hatte nur diesen Traum, aber dort ließ man die Mädchen nicht lernen. Sie sagten, was soll ein Mädchen damit anfangen? Ich bin bis zur 5. Klasse in die Volksschule gegangen. Hier kann ich wenigstens auf eigenen Füßen stehen und arbeiten. Sibel Dehik fährt nur noch auf Familienbesuch in den Osten. Hier in Istanbul sieht sie bessere Perspektiven für sich und für ihre Tochter. Mein Traum ist, dass meine Tochter eine gute Ausbildung kriegt. Ich will, dass meine Tochter stark wird und auf eigenen Füßen steht. Ich will, dass sie ihr Leben rettet, indem sie in die Schule geht. Ich werde ihr von Liebe und Respekt erzählen. Ich will, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Sie soll glücklich sein. Sie und ihr Mann sollen aufeinander Rücksicht nehmen. Ich will, dass sie sich selbst schützt. Ich werde ihr immer sagen, dass ich hinter ihr stehe. Das Nebeneinander der Lebensstile Istanbuls, eine boomende Wirtschaft, macht sie möglich. Jahrelang ist Istanbul in die Breite gewachsen. Jetzt wächst es in die Höhe und in die Tiefe. Die Verkehrsprobleme der Riesenstadt zwingen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Viel Arbeit für Unternehmerlegende Isak Alaton, dessen Firma die neue U-Bahn baut. Ich bin mit 22 als Schweißer nach Schweden. Ich habe dort 2,5 Jahre gelebt. And I spent 2,5 years of my life in Sweden. Und ich bin mit dieser Mentalität, die soziale Demokratie mit privatem Unternehmertum vereint, 1954 in die Türkei zurückgekehrt. Dass man erst Reichtum schaffen und ihn dann mit der Gesellschaft teilen soll. Isak Alaton stammt aus einer alten jüdischen Familie Istanbuls. Schon in den 1960er Jahren war er Boss eines Industrieimperiums. Ab Ende der 1980er Jahre wurde seine Alarko Holding zum internationalen Technologiekonzern. Ministerpräsident Özal öffnete damals die Wirtschaft. Vorher hielten Import-Export-Verbote und eine allmächtige Bürokratie die Wirtschaft im Würgegriff. In den 1980ern war es unmöglich, neue Ideen und neue Technologien zu importieren. Die Bürokratie hat nicht erlaubt, dafür Devisen zu investieren.
Heute geht das und man kann Wirtschaft und die Industrie so integrieren, dass sie in Sachen Qualität die Nummer eins wird. Wir haben jetzt bessere Preise und die gleiche Qualität, die höchste der Welt. Die Wirtschaft boomt. Sie wird auch für kommende Generationen boomen. Und wir sollten in dieses System der Globalisierung nicht eingreifen. Hypermoderne Freizeit- und Konsumtempel wie Istinje Park werden überall in der Stadt aus dem Boden gestampft. Hier treffen die alten Eliten Istanbuls auf die finanzstarken, erfolgreichen Einwandererschichten. Die Religiösen und die Säkularen im Konsum vereint. Früher undenkbar. Wir waren der Ideengeber für Istinje Park. Die Entwickler waren unsere guten Freunde. Sie haben uns einen großen Teil vermietet, den wir als Sportzentrum betreiben. Man nennt es den Hillside City Club. Die Leute kommen zusammen, sie tauschen Ideen aus und lernen voneinander. Sie lernen über das gute Leben. Die Lebensqualität verbessert sich ständig. Eine fantastische Sache für die türkische Gesellschaft. In der Stadt sieht man überall, wie spannend, wie vielfältig und demokratisch die Gesellschaft sich entwickelt. Wir brauchen möglicherweise noch 15, sogar 20 Jahre. Aber es gibt keinen Zweifel, dass die Türkei von morgen bereit sein wird, zur Europäischen Union zu gehören. Als ich mit 9 Jahren zu reiten anfing, konnte sich das nur die Crème de la Crème leisten. Mein Vater war skeptisch. Er wollte nicht, dass meine Mutter mich in die Reitschule brachte. Er sagte, sie wird ein tolles Pferd wollen, die besten Stiefel und am Ende sogar ein Haus mit Pool. Meine Freunde im Reitstall waren ja meistens die Kinder der Business-Elite Istanbuls. Nigar Göksel, Tochter eines türkischen Universitätsprofessors und einer amerikanischen Lehrerin, ist nach Istanbuler Maßstäben Aufsteigerin. Sie war als Springreiterin 1997 türkische Meisterin. Jetzt forscht sie als Sozialwissenschaftlerin über die Türkei. Ihre Kontakte zur Upper Class helfen dabei, doch die Arbeit hat auch ihren Blick für die soziale Realität geschärft. Der Atatürk-Reitclub ist immer noch Hochburg der alten Führungsschicht, die einst in Istanbul allein das Sagen hatte. Doch ein leichter Wandel ist spürbar. Inzwischen sind einige der besten Reiter Kinder der Pferdepfleger, die in den 1970er und 1980er Jahren nach Istanbul kamen. Die Eltern konnten oft kein Türkisch und weder lesen noch schreiben. Die Pferdepfleger und die Putzfrauen im Haus waren damals die einzigen Berührungspunkte. Durch sie kam man mit der anderen Realität Istanbuls in Kontakt. Die Frauen mit dem Kopftuch gehören zu den Pferdepflegern und vielleicht zu manchem Reiter bei diesem Turnier und sitzen etwas abseits der Tribüne des Just Milieu. Das ist schon ein Fortschritt. Ich kam mit 22 erstmals nach Washington. Da gab es einen Coffeeshop und darin servierte eine Frau Kaffee, die auch in meinem Fitnesscenter trainierte. Das hat mich verwirrt, denn so etwas war in der Türkei damals undenkbar. Die unterschiedlichen Schichten lebten in ganz anderen Vierteln und taten ganz andere Dinge. Eine solche Situation hätte es nie gegeben. Nigar Göksel forscht seit langem über die Rolle der Frauen in der Türkei. Sie meint, die zunehmende Sichtbarkeit der Frauen aus den traditionellen Familien ist ein Fortschritt. Auch bei ihr in Yeniköy an der Riviera Istanbuls. In Yeniköy hätte man vor 15, 20 Jahren niemals eine Frau mit Kopftuch gesehen, außer es war eine Putzfrau. Jetzt lebt sie hier und mischt sich unter die Leute. In Turkey
In der Türkei glauben manche Schichten, dass die Frauenrechte zurückgedrängt werden, je mehr der Islam in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Nigar Göksel hat auch im rückständigen Osten der Türkei viel Wandel gesehen. Wir nahmen uns vor, empirisch zu untersuchen, wohin das Land sich entwickelt. Es war eine aufregende Reise, die uns nach Zentralanatolien und in den Südosten führte. Wir sprachen mit hunderten Frauen, sahen die unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten. Viele Männer sind heute ganz begeistert davon, dass ihre Töchter lesen und schreiben lernen und nicht verzweifelt abhängig sind wie ihre Mütter. Es ist nicht notwendig, die Familienwerte oder Traditionen aufzugeben, um im öffentlichen Raum aktiv zu werden. Die Fortschritte gerade im erzkonservativen Osten sind nicht nur Ergebnis wirtschaftlichen Wandels. Unter der AKP-Regierung wurde das Strafrecht entscheidend verändert und die Rolle der Frau damit aufgewertet. Beispielsweise wurde nach einer Vergewaltigung früher der Mann nicht bestraft, wenn er in die Heirat einwilligte. Das war die Haltung sogar der Richter in den späten 1990er Jahren und das war völlig inakzeptabel. Viele Jahre Frauenbewegung haben dem Wandel den Boden bereitet. Doch erst die Beitrittsperspektive zur EU gab der Neuordnung des Rechts den entscheidenden Anstoß. Das Zivilrecht, das Strafrecht, das Arbeitsrecht wurden novelliert. Man setzte Maßnahmen gegen familiäre Gewalt. Man ermutigte Mädchen, die Volksschule zu besuchen. Das alles passierte ab 2001. Es gibt in Istanbul 32 Landkreise. Ich bin die einzige Vizebürgermeisterin. In Kadıköy kümmere ich mich seit 1994 um Frauen, Kinder, Beschäftigungsprojekte. Das war meine Arbeit und ist es immer noch. Jedes Jahr, besonders am 8. März und 5. Dezember, sage ich in meinen Berichten, bitte gebt in den anderen Landkreisen mindestens einer Kollegin die Möglichkeit, Vizebürgermeisterin zu werden. Die ersten Familienzentren sind in Kadıköy im Jahr 1994 entstanden. Allgemein liegt die Frauenbeschäftigungsquote in der Türkei unter 25%. In Kadıköy haben 48% der Frauen Arbeit. Sie liegen mit den Männern fast gleich auf. Die Frauen hier im Trainingszentrum stammen meist aus dem Osten. Bis hin zur Tagesbetreuung ihrer Kinder schafft man ihnen hier das Umfeld, das sie brauchen, um auf eigenen Füßen zu stehen. Inci Beşpınar hat ein umfassendes Konzept in die Tat umgesetzt. Fragt man diese Frauen, sagen sie, dass sie jede Arbeit machen. Und das bedeutet, eigentlich können sie gar keine Arbeit machen. Manche müssen zuerst lesen und schreiben lernen. Erst dann können sie eine Berufsausbildung machen. Danach können wir ihnen helfen, Arbeit zu finden. Darum geht es bei unserem Projekt. Ich arbeite. Ich besuche den Kurs, wenn ich frei habe. Wenn ich es besser kann, möchte ich ein Geschäft aufmachen, ehrlich gesagt. Schon ein, zwei Monate davor habe ich angerufen. Wann beginnen die Kurse? Dann habe ich es auf den Plakaten gelesen. Wegen der Kinder wäre es schwer, anderswo Kurse zu besuchen. Der Ort ist schön, die Atmosphäre. Deshalb komme ich gern hierher. Mein Mann hat damit nichts zu tun. Ich sage es ihm zwar, aber er mischt sich nicht ein. Es gab da eine sehr schöne Frau, sie hieß Esma. Ich werde das nie vergessen. Sie hatte blaue Augen und weiße Haut. Eines Tages hebt sie ihren Rock und sagt, schau, Schwester Inci, ich habe in beiden Beinen Platin. Ich wurde so sehr verprügelt, dass meine Knochen nicht mehr zusammenwachsen konnten. Deswegen habe ich Platin in den Beinen. Zu dieser Zeit hatten wir keine Frauenhäuser.
Ich fragte sie, ob sie einen Rechtsberater will. Er sagte ihr, man würde eine Klage einreichen. Doch weil sie keine andere Unterkunft habe, müsse sie wieder nach Hause. Und so haben wir sie fortgeschickt. Für mich als Leiterin eine schmerzliche Erfahrung. Wenige Tage später hieß es in der Zeitung, vom Mann mit einer Axt zerstückelt. Als ich das gelesen hatte, habe ich mich sehr geschämt. Die Türkei hat ein ernstes Problem mit der Gewalt den Frauen gegenüber. Wir dürfen nicht wegsehen. İnci Beşpınar bewundert Atatürk. Unter ihm wurden Frauen in den 1920er Jahren gleichgestellt, theoretisch jedenfalls. Beşpınar hat als Antwort auf drängende Not in den 1990er Jahren das erste öffentliche Frauenhaus des Landes gegründet. Für die Bewohner von Kadıköy reicht unser Frauenhaus leicht. Aber es gibt nicht nur die Frauen in Kadıköy. Wir sind das Tor für ganz Anatolien. Wenn eine Frau in einen Bus oder Zug steigt, weil ihr Gewalt widerfahren ist, steigt sie in Kadıköy aus und geht zur Polizei oder ins Krankenhaus. Ich bin 37. Ich habe 4 Kinder, darunter einen 22-jährigen Sohn. Ich hätte auch eine 23-jährige Tochter, aber ich wurde verprügelt und sie ist in meinem Bauch gestorben. Hätte ich von diesem Ort gewusst, hätte ich nicht geheiratet. Ich wäre hier in die Schule gegangen, ich hätte etwas gelernt. Zuerst habe ich meine Kinder entführt und den Sozialdienst übergeben. Dort haben sie mir dieses Heim empfohlen. Sie haben gesagt, dass ich meinen Kampf von hier aus fortsetzen kann. Früher glaubte ich, ich sei ganz allein. Ich war sehr introvertiert. Erst als ich hier meine Schicksalskameradinnen sah, sagte ich, es gibt also auch andere, die damit kämpfen. Welche Probleme hat die türkische Frau? Erstens ein sehr ernstes Bildungsproblem, zweitens ein Beschäftigungsproblem, es gibt wirtschaftliche Probleme und Probleme mit der Frauengesundheit. Die Kinder unserer Frauen sterben und sie sind frustriert, weil es keine Lösung gibt. Die Frauen werden Opfer der Gewalt der Männer, der Ehemänner, Väter, Brüder und anderer Familienmitglieder. Hier geht es um die Menschenrechte. Das Kopftuch ist wohl eines der letzten Probleme, das die türkische Frau hat. Die Kopftuchfrage spaltet die Nation. 2007 inszeniert die Opposition massive Proteste gegen den Präsidentschaftskandidaten Gül, weil seine Frau Kopftuch trägt. Ein Jahr später versucht die regierende AKP, die Verfassung zu ändern. Auch kopftuchtragende Frauen sollen an die Uni dürfen. Die Staatsanwaltschaft verlangt daraufhin ein Verbot der AKP. Die Mehrheit der Türken äußert Unverständnis. Eine Frau zieht das Kopftuch an und fühlt sich im Bus sicherer, weil man sie nicht begrapscht. Es geht also nicht um die Scharia oder so etwas. Die Journalistin Ayşe Böhürler ist Mitgründerin der AKP. Weltweite Anerkennung hat sie mit einer Dokumentationsreihe über den Frauenalltag in muslimischen Ländern gefunden. Wir waren in 13 verschiedenen Ländern, um ein Profil der muslimischen Frau zu zeichnen. Die Aufnahmen dauerten fast 2 Jahre. Die Türkei hat eine ganz andere Haltung als andere islamische Länder. Die Türkei ist eine multikulturelle Gesellschaft. Sehr viele verschiedene Kulturen haben in Anatolien existiert. Das macht den türkischen Islam vielleicht nachsichtiger. Das ist der Grund, warum er besser zur Demokratie passt. In diesem Sommer 2008 will die Staatsanwaltschaft auch ihr, wie 70 anderen AKP-Führern, Politikverbot erteilen. Dabei darf sie als Kopftuchträgerin ohnehin kein Amt bekleiden. Ich denke, dass wir mit Hilfe des Kopftuches einen Kampf geführt haben. In der konservativen Welt glaubte man, dass die Frau zu Hause sitzen solle. Das hat sich total geändert. Die Mädchen, die in den 80er Jahren die Universität besuchten und danach einen Beruf ausübten, haben dabei eine große Rolle gespielt. Seitdem wird es für selbstverständlich gehalten, dass Frauen arbeiten. Ich bin keine, die oft zu religiösen Orten geht.
Vielleicht in die Süleymaniye-Moschee, die für Istanbul sehr schön ist. Wir finden da eine tief religiöse Atmosphäre. Wenn ich die gläubigen Menschen ansehe, sage ich, ja, als Kind hatte ich einmal die Bremer Stadtmusikanten auch geglaubt. Es war sehr schön. Und ich wünschte mir so eine Welt. Aber es war nicht wahr. Ich betrachte Gottesglaube eine totale Absurdität. Es gibt überhaupt kein Zeichen, gar kein Zeichen in der Natur. Im noblen Ciran-Palast ist Ayşe Böhürler politisch aktiv. Sie sitzt in der Kommission für Istanbul als Kulturhauptstadt Europas 2010. Sie glaubt, hinter den Angriffen auf religiöse Menschen stecken soziale Ressentiments. Man akzeptiert nicht, dass die früher verschmähten religiösen Menschen vom Land an die Macht gekommen sind. Ihr wart für uns die niederen Klassen. Nun seid ihr oben und regiert uns. Das wird innerhalb der Strukturen der Republik und von einer kleinen elitären Gruppe nicht akzeptiert. Auf der anderen Seite macht es die breite Masse sehr glücklich. Sie sieht ihresgleichen an den Hebeln der Macht. 2002. Die eben gegründete AKP landet einen überzeugenden Wahlsieg. Ihr Hauptversprechen, die Wirtschaft zu verbessern. In unserem Gründungskomitee sowie den Leitungsgremien gibt es neben Religiösen auch Liberale, nationalistisch Gesinnte und Mitglieder, die keinen Bezug zur Religion haben. Zur neuen Elite gehören jetzt auch die früher niemals öffentlich auftretenden religiösen Frauen. Wir wollen, dass so oft wie möglich Frauen und Männer gemeinsam arbeiten und sich in der Gesellschaft engagieren. Natürlich gibt es bei uns durchaus noch Männer und übrigens auch Frauen, die dagegen sind. Angesichts einer moderaten AKP, Außen- und Innenpolitik, findet Böhürler den Islamismusvorwurf absurd. Was für eine geheime Agenda soll die AKP schon haben? Einführung der Scharia in der Türkei? Es macht nicht sehr viel Sinn, dies gerade der Partei zu unterstellen, die liberal ist, dem Kapitalismus angepasst, im Rahmen der Demokratie und des säkulären Rechtssystems agiert und das Land gesetzlich an EU-Standards heranführt. Ganz anders sieht das der weltweit geachtete Wissenschaftler Celal Şengör. Er fürchtet um eine antireligiöse Haltung, die in der Türkei lange Staatsräson gewesen ist. Die jetzige Regierung betrachtet die Universitäten als Stellen zu erobern. Für ihre eigene Leute, für ihre eigene Weltanschauung. Aber wir haben jetzt Absolventen zu 100.000. Und man sagt, aha, die müssen in die Universität. Wenn ich ein Mädchen vor mir habe, mit allen Zeichen des Islams, wie kann ich ihr über die Geschichte unseres Planeten sprechen? Ich weiß, dass sie daran nicht glauben will. Alle die Verantwortlichen der AKP, die kommen von den unteren Schichten der Bevölkerung. Und diese unteren Schichten der Bevölkerung wohnen nicht in modernen Städten, also die haben keine Ahnung von dem modernen Stadtleben. Sie kommen aus den Slum-Districts von Istanbul. Die haben keine gute Erziehung. Die meisten sind in diese religiösen Schulen gegangen und sehr viele davon sprechen keine fremden Sprachen. Bei uns sind die meisten Intellektuellen in den Streitkräften. Die haben viel bessere Schulen und die betrachten sich als die Wächter der Zivilisation, der Demokratie in der Türkei. Und das ist natürlich eine Gefahr für diejenigen, die die Türkei zu einem Gottesstaat verwandeln möchten. Und Mustafa Kemal hat gesagt, es gibt eine Zivilisation. Und das ist eben diejenige Zivilisation, die auf Aufklärung, auf Vernunft und auf Wissenschaft basiert. Als Offizier in der Armee hat Şengör seine erfolgreiche Karriere begonnen. Die Nähe zur Armee kennzeichnet die alte Elite nach wie vor. Sie will den säkularen Staat mit allen Mitteln verteidigen, notfalls um den Preis der Demokratie. Sie verbreiten Gerüchte. Es gibt einen ganz neuen Fall über mich selbst. Zaman, der sagt, ich unterstütze Putsche. Das habe ich nie gemacht. Nie gesagt.
Ich habe nur gesagt, Putsche können einmal in dem Leben eines Staates nötig werden. Das ist wie eine chirurgische Operation. Ein Opfer der letzten Operation war Murat Belge. Er saß als Linker nach dem Putsch 1970 zwei Jahre im Gefängnis. Heute fühlt er sich frei in vieler Hinsicht. Trotz des milden Klimas spielte sich das Leben in Istanbul in den Häusern ab. Die Tradition war nicht wie in Paris oder in Italien. Unter der AKP-Stadtregierung ist sie eine Al-Fresco-Stadt geworden. Die Urbanisierung der Türkei schreitet rasch voran. Wir haben eine dynamische Wirtschaft und erstmals eine Bourgeoisie, die erwachsen wird. Die neue Elite will sich vom Staat nicht bevormunden lassen. Ein Weg, den der streitbare Journalist Belge unterstützt. Wie immer mehr andere stellt er damit die heiligsten Ikonen in Frage. Kemal war sicher der brillanteste Mann seiner Zeit. Ein brillanter Stratege, sehr guter Soldat, ein unbedingter Verfechter westlicher Ideen. Vielleicht war er auch zu erfolgreich. Statt die Gesellschaft in eine Zwangsjacke zu stecken, hätte man mehr Sorgfalt darauf verwenden können, die Zivilgesellschaft zu stärken. Statt die Gesellschaft wie ein Kind zu behandeln. Kemalismus heute hat mit dem Kemalismus von damals nichts zu tun. Sie stehen den USA, der Europäischen Union und westlichen demokratischen Idealen als Feinde gegenüber. Drei Putsche gab es von 1960 bis 1980. Immer hieß es zur Rettung der Ideale Atatürks gegen die inneren Feinde der Türkei. Wenn eine Gesellschaft alle 10 Jahre einen Putsch erlebt, 1960, 70, 80, dann entstehen ungreifbare, aber sehr starke Bindungen zwischen diesen Leuten. Das ist dieser patriarchale Staat aus Richtern, Soldaten, den Managern der Staatsfirmen. Und weil die politischen Ideen und Bewegungen alle gesäubert wurden, sammelt sich jede mögliche Opposition heute unweigerlich hinter der AKP. Die wirkliche Türkei, um die sich Europa kümmern sollte, ist diese Türkei, die gegen alle Widerstände versucht, eine demokratische Türkei aufzubauen. Murat Belge erhält inzwischen vom Staat Personenschutz. Unter anderem, weil er hier an der Bilgi-Universität die erste türkische Konferenz zur Armenierfrage mitorganisiert hat. Es ist in der Türkei bisweilen gefährlich, nationale Tabus anzusprechen. Die Vertreter der alten Ordnung machen Jagd auf kritische Denker, wie auch die weltbekannte Schriftstellerin Perihan Maden weiß. Na sicher schreibe ich darüber. Das ist mein natürliches Recht als Kolumnistin. Jeder Mensch hat das Recht, nicht zu töten. Wer seinen Wehrdienst in der Türkei ableistet, hat ein großes Risiko, jemanden zu töten, weil die Türkei seit 30 Jahren im Südosten Krieg führt. Also schreibe ich diesen Artikel. Und der Generalstabschef zeigt mich beim Staatsanwalt an. Elf Gerichtsverfahren laufen gegen Maden. Wer die Armee kritisiert, rührt nach Meinung der alten Eliten an den Grundfesten des Staates. Sie müssen niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen. Niemand fragt nach ihrem Budget. Sie haben einen Status wie Könige im Mittelalter. Atatürk zu verehren wird in der Türkei von Kindesbeinen an gelehrt. Doch dabei geht es nicht nur um Atatürk.
Ein General hat die Türkei gegründet. Mustafa Kemal war Soldat. Schon in den Grundschulen wird diese unglaubliche Atatürk-Verehrung gelehrt, die in die Verehrung der türkischen Armee übergeht. Die Armee soll für alle Zeiten unser Erlöser sein. Die Verehrung der Armee ist keine bloße Folklore, wie hier bei der Parade zum Nationalfeiertag. Ihr verpflichtete Medien versuchen, Stimmen wie Maden einzuschüchtern. Ich erkannte, dass ich in diesem Land eine Zielscheibe war. Noch über die Schlagzeilen setzten sie mein Bild und schrieben, verdammt sei diese hässliche Frau, wegen eines meiner Artikel. Da hatten einige Gymnasiasten Nadeln in ihre Finger gestochen und aus dem Blut eine Flagge gemalt und an den Generalstabschef geschickt. Der hatte mit Tränen in den Augen das Fernsehen zu sich zitiert, um die Blutfahne dieser türkischen Kids herzuzeigen. Flag made from blood, blood flag from the Turkish kids in high school. Madens Buch »Zwei Mädchen« über die lesbische Liebe zweier Teenagerinnen in Istanbul hatte enormen Erfolg. Der Justiz gilt sie als Gefahr für den Staat. Ich bin zu zwei Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie sind zur Bewährung ausgesetzt. Nach der dritten Verurteilung muss ich ins Gefängnis. Wir werden sehen. Solche Prozesse gibt es und gab es gegen viele Autoren. Im Publikum ehemalige Kader aus Polizei und Armee und ihre Freunde aus Presse und Justiz. Sie waren beim Prozess gegen Orhan Pamuk, bei Elif Shafaks Prozess, bei meinem und dem gegen Rand Dink. Bei Dinks Prozess tauchte Veli Küçük auf. Rand sagte, das ist schrecklich, wie ein Omen, wie in einem Horrorroman von Stephen King. Januar 2007. Der armenische Journalist und Schriftsteller Rand Dink wird vor dem Redaktionsgebäude seiner Zeitung Agos im Stadtteil Şişli erschossen. Dieser Mord wird die Türkei verändern, aber nicht im Sinne der Täter. Die Anwältin Fethiye Çetin erinnert sich. Rand war jemand, der die Herzen der Menschen und ihr Gewissen berührte. Mit seiner Herzenswärme konnte Rand auf irgendeine Weise zu jedem Menschen Zugang finden. In der Türkei hat der Soldat das letzte Wort, danach wird nicht mehr diskutiert. Der Soldat schuldet niemandem Rechenschaft. Das größte Tabu war und ist Armenien 1915. Rand wollte eigentlich die auf Feindschaft aufgebauten Geschichtsbilder in der Türkei, die Alltagsaussagen und die Politik verändern. Zu Hrant Dink's Begräbnis versammeln sich Hunderttausende. Die allermeisten sind Türken. Die Istanbuler Bevölkerung setzt ein machtvolles Zeichen. Ihre Botschaft, wir sind alle Armenier. Wir sind alle Hrant Dink. Das Verschweigen und die Ausgrenzung sollen ein Ende haben. Auch die, die Hrant nicht kannten, waren sehr traurig. Sie sind auf die Straße gegangen und die, die nicht hinaus auf die Straßen gehen konnten, haben vor den Fernsehern Tränen vergossen. All die verdrängte Trauer der Menschen wurde durch Hrants Tod freigesetzt. Ungeklärte Morde und Drohungen gegen Journalisten und Schriftsteller sorgen seit Jahren für Angst. Die Kampagne gegen Dink hatte einen Anlass. Eine Adoptivtochter Atatürks, die erste türkische Pilotin Sabiha Gökçen, war nach seinen Recherchen armenischer Abstammung. Das veröffentlichte Dink. Die Anklage folgte sofort. »2004 schrieb Hrant in der Zeitung Agos, dass Sabiha Gökçen armenischer Abstammung sei. Genau danach gab der Generalstabschef ein sehr hartes Statement ab. Hrant wurde vor dem Gouverneur zitiert und nach eigenen Aussagen gewarnt und bedroht. Praktisch am nächsten Tag begannen vor Agos die Demonstrationen. Dort wurden Slogans wie »Hrant Dink, du bist unser Ziel« herausgerufen.
2008 läuft streng abgeschirmt der Prozess gegen die Mörder. Die Demonstranten vor dem Gericht fordern umfassende Aufklärung. 2 Jahre zuvor war Dink selbst angeklagt. Seine Feinde damals zeigten keinerlei Hemmungen. Während wir ihn mit der Polizei aus der Garage holten und durch den Korridor brachten, gab es Leute, die versuchten, den Kordon zu überschreiten. Männer und Frauen versuchten, ihn zu überspringen, um Hrant anzuspucken, zu beschimpfen und ihn zu stoßen. Wir wurden im Gerichtssaal mit Münzen und Stiften beworfen, beschimpft. Ich als seine Anwältin wurde bedroht. Dieser Prozess hat sich in eine Lynchkampagne gegen Hrant verwandelt. Der Todesschütze, Ogün Samast, ist zum Zeitpunkt der Tat 17. Es ist klar, er war nicht allein. Er hatte sich mit Vertretern des sogenannten tiefen Staates getroffen. Diese Leute werden von bestimmten Leuten darin bestärkt, dass sie Helden sind. Als Ogün Samast das erste Mal verhaftet wurde, haben ihn Polizeibeamte und Soldaten wie einen Helden behandelt. Wir haben davon die Bilder gesehen. Heute vermutet die Staatsanwaltschaft, dass hinter der Ermordung Dinks und anderer eine Verschwörung steckt. Ergenekon, eine Mafia aus Geheimdiensten, Armee und Polizeiangehörigen, Journalisten und Juristen, die sich als Retter des Staates sehen. Soweit ich den Berichten und Prozessprotokollen entnehmen kann, befinden sich unter den Verschwörern 4 Leute, die jetzt im Zuge des Ergenekon-Verfahrens festgenommen worden sind. Und ich denke, dass es in dieser Organisation nicht nur Leute aus der Gendarmerie und aus der Polizei gibt, sondern auch viele andere Leute in verschiedenen Funktionen. Ich glaube, dass wir die wirklichen Kräfte hinter der Ermordung von Hrant Dink nur finden können, wenn das alles vollständig offengelegt wird. Viele Leute haben angefangen, Hrants Weg zu folgen. Diesen Prozess kann keiner mehr aufhalten. Die Zeitschrift Nokta legte 2007 die Namen hoher Militärs offen, die einen Putsch geplant hatten. Nokta wurde geklagt und musste später schließen. Doch 2008 leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen die sogenannten Ergenekon-Verschwörer ein. Für Journalistin Yasemin Çongar ein Wendepunkt der modernen Türkei. Während der Putsche wurden viele Menschen getötet und hingerichtet. Aber niemals hat man dafür einen General vor Gericht gestellt. Jetzt hat man frühere 4-Sterne-Generäle verhaftet. Und wir sehen das Werk dieser Organisation Ergenekon in all diesen Morden und Angriffen. Wir versuchen jetzt, das System zu säubern und verstehen, dass es nicht möglich ist, ohne das Militär aufs Korn zu nehmen. Ich glaube, es wird jetzt jedem klar, dass Mitgliedschaft in einem solchen Verein ein Verbrechen ist und dass niemand ungestraft davonkommt. Being part of such an organization is a crime and is punishable by law and no one is untouchable. Im Sommer 2008 warten die Verschwörer auf ihren Prozess. Gleichzeitig schlägt das oberste Gericht die Verbotsklage gegen die AKP und ihre Führer mit nur einer Stimme Mehrheit nieder. Inzwischen haben viele Nokta-Journalisten und andere kritische Geister bei der neuen Tageszeitung Taraf eine Heimat gefunden. Zeit meines Lebens kann ich mich an keine Zeitung erinnern, die wirklich von Geschäftsinteressen, von politischer Einflussnahme der Regierung und des Militärs unabhängig war und die all diese Machtzentren gleichermaßen kritisierte. Ist die religiös-konservative Mehrheit, die die Türkei regiert, eine Gefahr? Es gibt in der Türkei jetzt eine neue Klasse. Sie ist sehr konservativ und religiös, denkt und handelt aber auch global. Es ist eine neue, mächtige Klasse, eine neue Mittelklasse und herrschende Klasse. Und die AKP vertritt sie besser als jede andere Partei in der türkischen Geschichte.
Als Frau, die keinen Islam praktiziert und im Westen ausgebildet wurde, fürchte ich mich nicht im Geringsten. Die Türkei ist heute eine Gesellschaft im Umbruch. Voller Widersprüche, aber auch voller Hoffnung und Dynamik. Ihre Vielfalt ist auch ihre Chance. Es bleibt offen, ob und wann eine liberale türkische Demokratie Mitglied der europäischen Familie wird, wie sich das bis heute die große Mehrheit der Türken wünscht. In Yeniköy hätte man vor 15, 20 Jahren niemals eine Frau mit Kopftuch gesehen, außer es war eine Putzfrau. Jetzt lebt sie hier und mischt sich unter die Leute. In der Türkei glauben manche Schichten, dass die Frauenrechte zurückgedrängt werden, je mehr der Islam in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Nigar Göksel hat auch im rückständigen Osten der Türkei viel Wandel gesehen. Wir nahmen uns vor, empirisch zu untersuchen, wohin das Land sich entwickelt. Es war eine aufregende Reise, die uns nach Zentralanatolien und in den Südosten führte. Wir sprachen mit hunderten Frauen, sahen die unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten. Viele Männer sind heute ganz begeistert davon, dass ihre Töchter lesen und schreiben lernen und nicht verzweifelt abhängig sind wie ihre Mütter. Es ist nicht notwendig, die Familienwerte oder Traditionen aufzugeben, um im öffentlichen Raum aktiv zu werden. Die Fortschritte gerade im erzkonservativen Osten sind nicht nur Ergebnis wirtschaftlichen Wandels. Unter der AKP-Regierung wurde das Strafrecht entscheidend verändert und die Rolle der Frau damit aufgewertet. Beispielsweise wurde nach einer Vergewaltigung früher der Mann nicht bestraft, wenn er in die Heirat einwilligte. Das war die Haltung sogar der Richter in den späten 1990er Jahren und das war völlig inakzeptabel. Viele Jahre Frauenbewegung haben dem Wandel den Boden bereitet. Doch erst die Beitrittsperspektive zur EU gab der Neuordnung des Rechts den entscheidenden Anstoß. Das Zivilrecht, das Strafrecht, das Arbeitsrecht wurden novelliert. Man setzte Maßnahmen gegen familiäre Gewalt. Man ermutigte Mädchen, die Volksschule zu besuchen. Das alles passierte ab 2001. Es gibt in Istanbul 32 Landkreise. Ich bin die einzige Vizebürgermeisterin. In Kadıköy kümmere ich mich seit 1994 um Frauen-, Kinder-, Beschäftigungsprojekte. Das war meine Arbeit und ist es immer noch. Jedes Jahr, besonders am 8. März und 5. Dezember, sage ich in meinen Berichten, bitte gebt in den anderen Landkreisen mindestens einer Kollegin die Möglichkeit, Vizebürgermeisterin zu werden. Die ersten Familienzentren sind in Kadıköy im Jahr 1994 entstanden. Allgemein liegt solche Situation hätte es nie gegeben.
Nigar Göksel forscht seit langem über die Rolle der Frauen in der Türkei. Sie meint, die zunehmende Sichtbarkeit der Frauen aus den traditionellen Familien ist ein Fortschritt. Auch bei ihr in Yeniköy an der Riviera Istanbuls. In Yeniköy hätte man vor 15, 20 Jahren niemals eine Frau mit Kopftuch gesehen, außer es war eine Putzfrau. Jetzt lebt sie hier und mischt sich unter die Leute. In der Türkei glauben manche Schichten, dass die Frauenrechte zurückgedrängt werden, je mehr der Islam in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Nigar Göksel hat auch im rückständigen Osten der Türkei viel Wandel gesehen. Wir nahmen uns vor, empirisch zu untersuchen, wohin das Land sich entwickelt. Es war eine aufregende Reise, die uns nach Zentralanatolien und in den Südosten führte. Wir sprachen mit hunderten Frauen, sahen die unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten. Viele Männer sind heute ganz begeistert davon, dass ihre Töchter lesen und schreiben lernen und nicht verzweifelt abhängig sind wie ihre Mütter. Es ist nicht notwendig, die Familienwerte oder Traditionen aufzugeben, um im öffentlichen Raum aktiv zu werden. Die Fortschritte gerade im erzkonservativen Osten sind nicht nur Ergebnis wirtschaftlichen Wandels. Unter der AKP-Regierung wurde das Strafrecht entscheidend verändert und die Rolle der Frau damit aufgewertet. Beispielsweise wurde nach einer Vergewaltigung früher der Mann nicht bestraft, wenn er in die Heirat einwilligte. Das war die Haltung sogar der Richter in den späten 1990er Jahren und das war völlig inakzeptabel. Viele Jahre Frauenbewegung haben dem Wandel den Boden bereitet. Doch erst die Beitrittsperspektive zur EU gab der Neuordnung des Rechts den entscheidenden Anstoß. Das Zivilrecht, das Strafrecht, das Arbeitsrecht wurden novelliert. Man setzte Maßnahmen gegen familiäre Gewalt. Man ermutigte Mädchen, die Volksschule zu besuchen. Das alles passierte ab 2001. Es gibt in Istanbul 32 Landkreise. Ich bin die einzige Vizebürgermeisterin. In Kadıköy kümmere ich mich seit 1994 um Frauen-, Kinder-, Beschäftigungsprojekte. Das war meine Arbeit und ist es immer noch. Jedes Jahr, besonders am 8. März und konservativ-islamische Parteien regieren Istanbul seit 1994. Die Tradition der Einwanderer prägt heute vielerorts das Straßenbild. Dass die Partei eine Gefahr sein soll, stößt im Gece Kondu auf Unverständnis. Es gibt keinen Grund, Angst vor der AKP zu haben. Unser Premierminister war hier jahrelang Bürgermeister. Er hat kein Iran oder Saudi-Arabien daraus gemacht, das können alle sehen. Sie ist eine, die es ohne Hilfe geschafft hat. Sibel Tehik stammt aus Gaziantep, im Südosten des Landes. Die meisten ihrer 6 Schwestern wurden mit 13 verheiratet. Die Erinnerung an diese Welt ist noch frisch. Dort ist es sehr schwer, allein fortzugehen. Hier geht das. Ich kann allein zum Bazar und zum Markt oder einfach spazieren gehen. Das habe ich vorher nicht gekannt. In der Kleinstadt wird man nicht in Ruhe gelassen. Ein Mädchen wird dort in jeder Hinsicht eingeschränkt. Sie darf nicht allein außer Haus gehen oder mit einem Jungen sprechen. Das würde sofort falsch aufgefasst. Nehmen wir an, ein Mädchen geht mit einem Jungen aus. Die Familie hört davon und sieht sie sogar. So etwas ist passiert. Sie haben sie getötet. Der Onkel hetzte seinen Bruder auf, die Tochter zu ermorden. Natürlich ist das passiert. Ich habe nicht erlebt, dass sich Frauen dort über Gewalt in der Familie beschwerten. Deswegen ist das dort kein Fall für die Polizei. Hier hilft nicht nur die Polizei, jeder ist aufmerksam. Polizei, jeder ist aufmerksam.
Es gibt sehr viele Unterschiede. Ich habe in der großen Stadt am Anfang Angst gehabt. Aber jetzt finde ich es schön. Ich liebe Istanbul sehr. Ich liebe es, im gedeckten Basar einzukaufen. Ich gehe dort gerne bummeln. Ich habe für meine Tochter Kleidung gekauft. Haushaltssachen interessieren mich. Ich habe einige Teller gekauft. Ich kam 1998, nachdem ich geheiratet hatte. Mein Mann hat hier gearbeitet. Ich war schon mit 17 verlobt. Das ist zu jung, aber das weiß man noch nicht. Ich wollte auch nie ein Kopftuch tragen. Mein Ehemann hat von mir gefordert, dass ich es trage, aber später habe ich es wieder abgelegt. Es tut mir leid um die Menschen, die gegangen sind. Es geht mir aber nicht schlecht, wenn ich an die Neuen denke. An der engsten Stelle des Bosporus bauten die Osmanen 1453 die Festung Rumeli-Hisar und eroberten von hier aus die Stadt. Am Festungsbau beteiligt waren christlich-armenische Steinmetze. Ihre Nachkommen ließen sich hier nieder und blieben bis heute. Ich bin vor 60 Jahren gekommen. Damals gab es hier 400 Armenier. Aber in diesen 60 Jahren hat sich das vermindert. Jetzt leben hier 30 bis 35. Herr Abrahamoğlu ist Küster der 500 Jahre alten Kirche. Nur selten wird noch die Messe gefeiert. Hier zum Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Santuch. Die meisten sind alte Leute. Christen ziehen nicht mehr hierher. Es ist weit von der Stadt, es gibt Probleme mit der Schule. Die Jungen wollen hier nicht mehr leben. Türken und Armenier haben früher zusammen gefeiert. Zu unseren Opferfesten sind auch viele Türken gekommen und wir haben uns unterhalten. Im alten Rumeli-Hisari waren wir mit den türkischen Muslimen befreundet. Oberhalb Rumeli-Hisari gibt es eine neue Siedlung, ein Gecekondu. Das bedeutet buchstäblich über Nacht gebaut. Die Zuwanderer haben hier zunächst ohne Baugenehmigung erst Baracken, später mit wachsendem Wohlstand mehrstöckige Häuser gebaut. Sie haben sich hier nach und nach niedergelassen, haben ihre Gecekondos gebaut. Wir haben dabei zugesehen. Hier waren früher Erdbeergärten, Felder und Kuhställe. Jetzt ist alles Gecekondo. Herr Mehmet war ein kleines Kind, als sein Vater hierher kam. Als sein Vater starb, hat Herr Mehmet dessen Arbeit übernommen. Er kümmert sich um die Begräbnisse und die Gräber. Der Friedhof gehört zu unserer Kirche. Natürlich wäre es mir lieber, die Armenier wären nicht gegangen. Herr Abrahamoğlu kennt kaum einen der Neueinwanderer, außer den Bauern Mehmet. Der lebt hier auf dem Friedhof von seinen Bienen, 7 Milchkühen und einem Gemüsegarten. Dafür pflegt er die alten Gräber. Abrahamoğlu ahnt, die Zeit der Armenier hier läuft ab. Ich will nicht weg von hier. Es gibt keinen schöneren Ort zum Leben. Hier ist es wie im Dorf und die Wirtschaft boomt. Sie wird auch für kommende Generationen boomen. Und wir sollten in dieses System der Globalisierung nicht eingreifen. Hypermoderne Freizeit- und Konsumtempel wie Istinye Park werden überall in der Stadt aus dem Boden gestampft. Hier treffen die alten Eliten Istanbuls auf die finanzstarken, erfolgreichen Einwandererschichten. Die Religiösen und die Säkularen im Konsum vereint. Früher undenkbar. Wir waren der Ideengeber für Istinye Park. Die Entwickler waren unsere guten Freunde. Sie haben uns einen großen Teil vermietet, den wir als Sportzentrum betreiben. Man nennt es den Hillside City Club. People meet, people congregate.
Die Leute kommen zusammen, sie tauschen Ideen aus und lernen voneinander. Sie lernen über das gute Leben. Die Lebensqualität verbessert sich ständig. Eine fantastische Sache für die türkische Gesellschaft. In der Stadt sieht man überall, wie spannend, wie vielfältig und demokratisch die Gesellschaft sich entwickelt. Wir brauchen möglicherweise noch 15, sogar 20 Jahre. Aber es gibt keinen Zweifel, dass die Türkei von morgen bereit sein wird, zur Europäischen Union zu gehören. Als ich mit 9 Jahren zu reiten anfing, konnte sich das nur die Crème de la Crème leisten. Mein Vater war skeptisch. Er wollte nicht, dass meine Mutter mich in die Reitschule brachte. Er sagte, sie wird ein tolles Pferd wollen, die besten Stiefel und am Ende sogar ein Haus mit Pool. Meine Freunde im Reitstall waren ja meistens die Kinder der Business-Elite Istanbuls. Nigar Göksel, Tochter eines türkischen Universitätsprofessors und einer amerikanischen Lehrerin, ist nach Istanbuler Maßstäben Aufsteigerin. Sie war als Springreiterin 1997 türkische Meisterin. Jetzt forscht sie als Sozialwissenschaftlerin über die Türkei. Ihre Kontakte zur Upper Class helfen dabei, doch die Arbeit hat auch ihren Blick für die soziale Realität geschärft. Der Atatürk Reitclub ist immer noch Hochburg der alten Führungsschicht, die einst in Istanbul allein das Sagen hatte. Doch ein leichter Wandel ist spürbar. Inzwischen sind einige der besten Reiter Kinder der Pferdepfleger, die in den 1970er Bihar Gökçen armenischer Abstammung sei. Genau danach gab der Generalstabschef ein sehr hartes Statement ab. Hrant wurde vor dem Gouverneur zitiert und nach eigenen Aussagen gewarnt und bedroht. Praktisch am nächsten Tag begannen vor Argos die Demonstrationen. Dort wurden Slogans wie Hrant Dink, du bist unser Ziel, herausgerufen. 2008 läuft streng abgeschirmt der Prozess gegen die Mörder. Die Demonstranten vor dem Gericht fordern umfassende Aufklärung. 2 Jahre zuvor war Dink selbst angeklagt. Seine Feinde damals zeigten keinerlei Hemmungen. Während wir ihn mit der Polizei aus der Garage holten und durch den Korridor brachten, gab es Leute, die versuchten, den Kordon zu überschreiten. Männer und Frauen versuchten, ihn zu überspringen, um Hrant anzuspucken, zu beschimpfen und ihn zu stoßen. Wir wurden im Gerichtssaal mit Münzen und Stiften beworfen, beschimpft. Ich als seine Anwältin wurde bedroht. Dieser Prozess hat sich in eine Lynchkampagne gegen Hrant verwandelt. Der Todesschütze, Ogün Samast, ist zum Zeitpunkt der Tat 17. Es ist klar, er war nicht allein. Er hatte sich mit Vertretern des sogenannten tiefen Staates getroffen. Diese Leute werden von bestimmten Leuten darin bestärkt, dass sie Helden sind. Als Ogün Samas das erste Mal verhaftet wurde, haben ihn Polizeibeamte und Soldaten wie einen Helden behandelt. Wir haben davon die Bilder gesehen. Heute vermutet die Staatsanwaltschaft, dass hinter der Ermordung Dinks und anderer eine Verschwörung steckt. Ergenekon, eine Mafia aus Geheimdiensten, Armee und Polizeiangehörigen, Journalisten und Juristen, die sich als Retter des Staates sehen. Soweit ich den Berichten und Prozessprotokollen entnehmen kann, befinden sich unter den Verschwörern 4 Leute, die jetzt im Zuge des Ergenekon-Verfahrens festgenommen worden sind. Und ich denke, dass es in dieser Organisation nicht nur Leute aus der Gendarmerie und aus der Polizei gibt, sondern auch viele andere Leute in verschiedenen Funktionen. Ich glaube, dass wir die wirklichen Kräfte hinter der Ermordung von Hrant Dink nur finden können, wenn das alles vollständig offengelegt wird. Viele Leute haben angefangen, Hrants Weg zu folgen. Diesen Prozess kann keiner mehr aufhalten. Dass sie daran nicht glauben will.
Die Verantwortlichen der AKP, die kommen von den unteren Schichten der Bevölkerung. Und diese unteren Schichten der Bevölkerung wohnen nicht in modernen Städten, also die haben keine Ahnung von dem modernen Stadtleben. Sie kommen aus den Slum-Districts von Istanbul. Die haben keine gute Erziehung. Die meisten sind in diese religiösen Schulen gegangen und sehr viele davon sprechen keine fremden Sprachen. Bei uns sind die meisten Intellektuellen in den Streitkräften. Die haben viel bessere Schulen und die betrachten sich als die Wächter der Zivilisation, der Demokratie in der Türkei. Und das ist natürlich eine Gefahr für diejenigen, die die Türkei zu einem Gottesstaat verwandeln möchten. Und Mustafa Kemal hat gesagt, es gibt eine Zivilisation. Und das ist eben diejenige Zivilisation, die auf Aufklärung, auf Vernunft und auf Wissenschaft basiert. Als Offizier in der Armee hat Schengör seine erfolgreiche Karriere begonnen. Die Nähe zur Armee kennzeichnet die alte Elite nach wie vor. Sie will den säkularen Staat mit allen Mitteln verteidigen, notfalls um den Preis der Demokratie. Sie verbreiten Gerüchte. Es gibt einen ganz neuen Fall über mich selbst. Zaman, der sagt, ich unterstütze Putsche. Das habe ich nie gemacht. Nie gesagt. Ich habe nur gesagt, Putsche können einmal in dem Leben eines Staates nötig werden. Das ist wie eine chirurgische Operation. Ein Opfer der letzten Operation war Murat Belge. Er saß als Linker nach dem Putsch 1970 zwei Jahre im Gefängnis. Heute fühlt er sich frei in vieler Hinsicht. Istanbul, although the climate does not make... Trotz des milden Klimas spielte sich das Leben in Istanbul in den Häusern ab. Die Tradition war nicht wie in Paris oder in Italien. Unter der AKP-Stadtregierung ist sie eine Al-Fresco-Stadt geworden. Under the AKP municipalities, Turkey is urbanizing fast. There is a... Die Urbanisierung der Türkei schreitet rasch voran. Wir haben eine dynamische Wirtschaft und erstmals eine Bourgeoisie, die erwachsen wird. Die neue Elite will sich vom Staat nicht bevormunden lassen. Ein Weg, den der streitbare Journalist Belge unterstützt. Wie immer mehr andere stellt er damit die heiligsten Ikonen in Frage. Kemal war sicher der brillanteste Mann seiner Zeit. Ein brillanter Stratege, sehr guter Soldat, ein unbedingter Verfechter westlicher Ideen. Ein Mädchen wird dort in jeder Hinsicht eingeschränkt. Sie darf nicht allein außer Haus gehen oder mit einem Jungen sprechen. Das würde sofort falsch aufgefasst. Nehmen wir an, ein Mädchen geht mit einem Jungen aus. Die Familie hört davon und sieht sie sogar. So etwas ist passiert. Sie haben sie getötet. Der Onkel hetzte seinen Bruder auf, die Tochter zu ermorden. Natürlich ist das passiert. Ich habe nicht erlebt, dass sich Frauen dort über Gewalt in der Familie beschwerten. Deswegen ist das dort kein Fall für die Polizei. Hier hilft nicht nur die Polizei, jeder ist aufmerksam. Es gibt sehr viele Unterschiede. Ich habe in der großen Stadt am Anfang Angst gehabt. Aber jetzt finde ich es schön. Ich liebe Istanbul sehr. Ich liebe es, im gedeckten Bazar einzukaufen. Ich gehe dort gerne bummeln. Ich habe für meine Tochter Kleidung gekauft. Haushaltssachen interessieren mich. Ich habe einige Teller gekauft. Ich kam 1998, nachdem ich geheiratet hatte. Mein Mann hat hier gearbeitet. Ich war schon mit 17 verlobt. Das ist zu jung, aber das weiß man noch nicht. Ich wollte auch nie ein Kopftuch tragen. Mein Ehemann hat von mir gefordert, dass ich es trage, aber später habe ich es wieder abgelegt. Ich wollte so gern studieren. Ich wollte alles wissen. Ich hatte nur diesen Traum, aber dort ließ man die Mädchen nicht lernen. Sie sagten, was soll ein Mädchen damit anfangen? Ich bin bis zur 5. Klasse in die Volksschule gegangen. Hier kann ich wenigstens auf eigenen Füßen stehen und arbeiten.
Sibel Dehik fährt nur noch auf Familienbesuch in den Osten. Hier in Istanbul sieht sie bessere Perspektiven für sich und für ihre Tochter. Mein Traum ist, dass meine Tochter eine gute Ausbildung kriegt. Ich will, dass meine Tochter stark wird und auf eigenen Füßen steht. Ich will, dass sie ihr Leben rettet, indem sie in die Schule geht. Ich werde ihr von Liebe und Respekt erzählen. Ich will, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Sie soll glücklich sein. Sie und ihr Mann sollen aufeinander Rücksicht nehmen. Ich will, dass sie sich selbst schützt. Ich werde ihr immer sagen, dass ich hinter ihr stehe. Hat man frühere 4-Sterne-Generäle verhaftet. Und wir sehen das Werk dieser Organisation Ergenekon in all diesen Morden und Angriffen. Wir versuchen jetzt, das System zu säubern und verstehen, dass es nicht möglich ist, ohne das Militär aufs Korn zu nehmen. Ich glaube, es wird jetzt jedem klar, dass Mitgliedschaft in einem solchen Verein ein Verbrechen ist und dass niemand ungestraft davonkommt. Being part of such an organization is a crime and is punishable by law and no one is untouchable. Im Sommer 2008 warten die Verschwörer auf ihren Prozess. Gleichzeitig schlägt das oberste Gericht die Verbotsklage gegen die AKP und ihre Führer mit nur einer Stimme Mehrheit nieder. Inzwischen haben viele Nokta-Journalisten und andere kritische Geister bei der neuen Tageszeitung Taraf eine Heimat gefunden. Zeit meines Lebens kann ich mich an keine Zeitung erinnern, die wirklich von Geschäftsinteressen, von politischer Einflussnahme der Regierung und des Militärs unabhängig war und die all diese Machtzentren gleichermaßen kritisierte. Ist die religiös-konservative Mehrheit, die die Türkei regiert, eine Gefahr? Es gibt in der Türkei jetzt eine neue Klasse. Sie ist sehr konservativ und religiös, denkt und handelt aber auch global. Es ist eine neue, mächtige Klasse, eine neue Mittelklasse und herrschende Klasse. Und die AKP vertritt sie besser als jede andere Partei in der türkischen Geschichte. Als Frau, die keinen Islam praktiziert und im Westen ausgebildet wurde, fürchte ich mich nicht im Geringsten. Die Türkei ist heute eine Gesellschaft im Umbruch. Voller Widersprüche, aber auch voller Hoffnung und Dynamik. Ihre Vielfalt ist auch ihre Chance. Es bleibt offen, ob und wann eine liberale türkische Demokratie Mitglied der europäischen Familie wird, wie sich das bis heute die große Mehrheit der Türken wünscht. Hatten wir keine Frauenhäuser. Ich fragte sie, ob sie einen Rechtsberater will. Er sagte ihr, man würde eine Klage einreichen. Doch weil sie keine andere Unterkunft habe, müsse sie wieder nach Hause. Und so haben wir sie fortgeschickt. Für mich als Leiterin eine schmerzliche Erfahrung. Wenige Tage später hieß es in der Zeitung, vom Mann mit einer Axt zerstückelt. Als ich das gelesen hatte, habe ich mich sehr geschämt. Die Türkei hat ein ernstes Problem mit der Gewalt den Frauen gegenüber. Wir dürfen nicht wegsehen. İnci Beşpınar bewundert Atatürk. Unter ihm wurden Frauen in den 1920er Jahren gleichgestellt, theoretisch jedenfalls. Beşpınar hat als Antwort auf drängende Not in den 1990er Jahren das erste öffentliche Frauenhaus des Landes gegründet. Für die Bewohner von Kadıköy reicht unser Frauenhaus leicht. Aber es gibt nicht nur die Frauen in Kadıköy. Wir sind das Tor für ganz Anatolien.
Wenn eine Frau in einen Bus oder Zug steigt, weil ihr Gewalt widerfahren ist, steigt sie in Kadıköy aus und geht zur Polizei oder ins Krankenhaus. Ich bin 37. Ich habe 4 Kinder, darunter einen 22-jährigen Sohn. Ich hätte auch eine 23-jährige Tochter, aber ich wurde verprügelt und sie ist in meinem Bauch gestorben. Hätte ich von diesem Ort gewusst, hätte ich nicht geheiratet. Ich wäre hier in die Schule gegangen, ich hätte etwas gelernt. Zuerst habe ich meine Kinder entführt und den Sozialdienst übergeben. Dort haben sie mir dieses Heim empfohlen. Sie haben gesagt, dass ich meinen Kampf von hier aus fortsetzen kann. Früher glaubte ich, ich sei ganz allein. Ich war sehr introvertiert. Erst als ich hier meine Schicksalskameradinnen sah, sagte ich, es gibt also auch andere, die damit kämpfen. Welche Probleme hat die türkische Frau? Erstens ein sehr ernstes Bildungsproblem, zweitens ein Beschäftigungsproblem, es gibt wirtschaftliche Probleme und Probleme mit der Frauengesundheit. Die Kinder unserer Frauen sterben und sie sind frustriert, weil es keine Lösung gibt. Die Frauen werden Opfer der Gewalt der Männer, der Ehemänner, Väter, Brüder und anderer Familienmitglieder. Hier geht es um die Menschenrechte. Das Kopftuch ist wohl eines der letzten Probleme, das die türkische Frau hat. Die Kopftuchfrage spaltet die Nation. 2007 inszeniert die Opposition massive Proteste gegen den Präsidentschaftskandidaten Gül, weil seine Frau Kopftuch trägt. Ein Jahr später versucht die regierende AKP, die Verfassung zu ändern. Auch kopftuchtragende Frauen sollen an die Uni dürfen. Die Staatsanwaltschaft verlangt daraufhin ein Verbot der AKP. Die Mehrheit der Türken äußert Unverständnis. Früher glaubte ich, ich sei ganz allein. Ich war sehr introvertiert. Erst als ich hier meine Schicksalskameradinnen sah, sagte ich, es gibt also auch andere, die damit kämpfen. Welche Probleme hat die türkische Frau? Erstens ein sehr ernstes Bildungsproblem, zweitens ein Beschäftigungsproblem, es gibt wirtschaftliche Probleme und Probleme mit der Frauengesundheit. Die Kinder unserer Frauen sterben und sie sind frustriert, weil es keine Lösung gibt. Die Frauen werden Opfer der Gewalt der Männer, der Ehemänner, Väter, Brüder und anderer Familienmitglieder. Hier geht es um die Menschenrechte. Das Kopftuch ist wohl eines der letzten Probleme, das die türkische Frau hat. Die Kopftuchfrage spaltet die Nation. 2007 inszeniert die Opposition massive Proteste gegen den Präsidentschaftskandidaten Gül, weil seine Frau Kopftuch trägt. Ein Jahr später versucht die regierende AKP, die Verfassung zu ändern. Auch kopftuchtragende Frauen sollen an die Uni dürfen. Die Staatsanwaltschaft verlangt daraufhin ein Verbot der AKP. Die Mehrheit der Türken äußert Unverständnis. Eine Frau zieht das Kopftuch an und fühlt sich im Bus sicherer, weil man sie nicht begrapscht. Es geht also nicht um die Scharia oder so etwas. Die Journalistin Ayşe Böhürler ist Mitgründerin der AKP. Weltweite Anerkennung hat sie mit einer Dokumentationsreihe über den Frauenalltag in muslimischen Ländern gefunden. Wir waren in 13 verschiedenen Ländern, um ein Profil der muslimischen Frau zu zeichnen. Die Aufnahmen dauerten fast 2 Jahre. Die Türkei hat eine ganz andere Haltung als andere islamische Länder. Die Türkei ist eine multikulturelle Gesellschaft. Sehr viele verschiedene Kulturen haben in Anatolien existiert. Das macht den türkischen Islam vielleicht nachsichtiger. Das ist der Grund, warum er besser zur Demokratie passt. In diesem Sommer 2008 will die Staatsanwaltschaft auch ihr, wie 70 anderen AKP-Führern, Politikverbot erteilen. Dabei darf sie als Kopftuchträgerin ohnehin kein Amt bekleiden. Ich denke, dass wir mit Hilfe des Kopftuches einen Kampf geführt haben. In der konservativen Welt glaubte man, dass die Frau zu Hause sitzen solle. Das hat sich total geändert. Die Mädchen, die in den 80er Jahren die Universität besuchten und danach einen Beruf ausübten, haben dabei eine große Rolle gespielt. Seitdem wird es für selbstverständlich gehalten, dass Frauen arbeiten.
Direktor von seinen Bienen, 7 Milchkühen und einem Gemüsegarten. Dafür pflegt er die alten Gräber. Abrahamoğlu ahnt, die Zeit der Armenier hier läuft ab. Ich will nicht weg von hier. Es gibt keinen schöneren Ort zum Leben. Hier ist es wie im Dorf und es geht mir gut. Außerdem bin ich alt geworden. Wohin soll ich noch gehen? So sterbe ich wenigstens hier. Viele der Einwanderer leben hier schon in der zweiten und dritten Generation. Wo einst ein großer Wald stand, steht jetzt Siedlung auf Siedlung, schneidet die Auffahrt zur Bosporusbrücke durch die Landschaft. An die Anfänge erinnert man sich hier in Baltalimane noch gut. Wir hatten kein Wasser und keinen Strom. Mitten im Viertel gab es einen Brunnen, aber der war 1 Kilometer weit weg. Die Straßen waren nicht asphaltiert, es gab keine Kanalisation. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben uns Hilfe von der Gemeinde geholt und so hat sich manches verändert. Die Gecekondus wurden der Reihe nach mit Straßen, Gas und Strom versorgt. Die Hilfe der Gemeinde kam spät und sie kam durch die konservative AKP, die unter den Einwanderern ihre Basis hat. Die AKP ist die einzige Partei, die hier ein Büro hat. Wir haben in unserem Viertel ein Parteibüro aufgebaut, um den Service zu verbessern. Wir wollten eine bessere Koordination mit der Stadtverwaltung, um die städtischen Dienstleistungen zu nutzen. Konservativ-islamische Parteien regieren Istanbul seit 1994. Die Tradition der Einwanderer prägt heute vielerorts das Straßenbild. Dass die Partei eine Gefahr sein soll, stößt im Gecekondu auf Unverständnis. Es gibt keinen Grund, Angst vor der AKP zu haben. Unser Premierminister war hier jahrelang Bürgermeister. Er hat kein Iran oder Saudi-Arabien daraus gemacht, das können alle sehen. Sie ist eine, die es ohne Hilfe geschafft hat. Sibel Tehik stammt aus Gaziantep, im Südosten des Landes. Die meisten ihrer 6 Schwestern wurden mit 13 verheiratet. Die Erinnerung an diese Welt ist noch frisch. Dort ist es sehr schwer, allein fortzugehen. Hier geht das. Ich kann allein zum Bazar und zum Markt oder einfach spazieren gehen. Das habe ich vorher nicht gekannt.